Florian Bruns, nach, Sie haben es gerade gesagt, 15 Jahren zurück in Freiburg. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ein sehr gutes, ehrlich gesagt. Angekommen, schönes Wetter. Viele nette, alte, bekannte Gesichter getroffen, gesehen. Wurde sehr herzlich empfangen, als ich hier aufgeschlagen bin. Und ja, so startet man ja gerne. War das für Sie eine Überraschung, dass Sie wieder hier nach Freiburg zurückgekommen sind? Weil man hatte lange Zeit das Gefühl, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, dass Sie sich in Bremen sehr wohl gefühlt haben und es dann eigentlich auch, es war ja eine ganz angenehme Zeit für Sie. Das ist richtig. Also ich habe mich wirklich wohl gefühlt in Bremen. Es ist auch irgendwie so ein bisschen ein Stück Heimat da im Norden. Aber ich habe mich hier auch unglaublich wohl gefühlt damals als junger Spieler. Auch fast 4 Jahre hier gewesen und deswegen waren diese Überlegungen, als es dann in Bremen letztendlich nicht mehr weiterging und hier die Möglichkeit bestand, gab es glaube ich nicht mehr viel, oder was heißt glaube ich, ich weiß es, da gab es nicht mehr viel zu überlegen und nachzudenken, sondern dann habe ich meine Sachen gepackt und bin her. Kann man oder können Sie definieren, mit welchen speziellen Aufgaben Sie der Herr Streich bedacht hat hier in Freiburg? Das wird man, glaube ich, sehen im Laufe der Wochen und Monate. Es geht einfach darum, dem Trainerstab zu helfen, den zu ergänzen, zu erweitern, vielleicht gewisse Abläufe und Sachen für die Spieler zu optimieren, dass einfach noch eine Person mehr mit auf dem Trainingsplatz steht. Es geht einfach, glaube ich, um Manpower, dass man vielen oder auch allen Spielern da gerecht werden kann. Was nicht immer leicht ist in so einer großen Mannschaft. Aber welche Aufgabenbereiche es genau werden, ich glaube, das muss man dann nochmal abwarten.